Hallo Freunde, und ich begrüße euch wieder zu einer kleinen neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder unterwegs in meiner alten kleinen Heimat in Bayern, in Spessart, in Unterfranken. Und ja, wir machen heute mal wieder eine kleine Zeitreise. Ich habe mir was Schönes rausgesucht und nehme euch natürlich mit. Ich befinde mich gerade in einem Tal mit einem alten Flusslauf und rechts und links riesengroßen Anhöhungen. Auf der linken Seite muss mal eine alte Verteidigungsburg gestanden haben, die diesen wichtigen Handelsweg damals geschützt hat. Und zumindest finde ich, wenn so ein Exemplar hier auf so einem Weg steht, muss der Weg schon extrem wichtig gewesen sein früher. Wer sich jetzt eine Burg vorstellt, so mit Steinen und Türmen und sowas alles, das werden wir hier heute nicht mehr finden. Ich denke, das werden hier noch Überreste da sein von Art Ringwall, Stallungen, vielleicht sowas, dass man sowas sieht. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Wir müssen jetzt erstmal ein ganz schönes Stück nach oben und dann gucken wir mal, was da oben sich so alles für uns bereithält. Wir reden hier wirklich von einer Anlage, die 976 das erste Mal in Geschichtsbüchern erwähnt worden ist und wie gesagt eigentlich total unerforscht. 2019 war hier eine riesengroße Ausgrabung geplant, die ist leider durch Corona ins Wasser gefallen und seitdem ist hier nichts mehr ins Rollen gekommen. Ich weiß, ich darf mich hier diesem Bodendenkmal mit der Sonde nicht nähern, aber wir gucken heute gemeinsam im Umkreis, ob wir irgendwelche Spuren oder irgendwas Schönes noch aus der Zeit finden. Würden wir irgendwas finden, was den Alter der Burg belegen würde, das wäre natürlich der Hammer. Lassen wir im Boden drinne, messen wir nur ein und machen hier eine Meldung an die Archäologie. So, ich bin jetzt fast oben angekommen. Ihr seht, das ist die Spitze. Und dann schauen wir uns mal das ganze Areal, das ganze Gelände an und gucken mal, was wir hier noch für Spuren entdecken können. Das sind auch immer schöne Indikatoren, wenn so ein Wurzelwerk mal rausgerissen ist. Dann schaut man sich einfach mal die Liegenschaft unten drunter an, wenn da irgendwas ins Auge fällt. Ja, was man hier noch immer häufiger auch sieht, sind richtig schöne alte Hohlwege. Die haben wir leider bei uns gar nicht. Zumindest ganz, ganz wenig, weil es bei uns sehr, sehr flach ist. Aber hier sieht man wieder richtig wunderschön, wie ausgeprägt die ganze Sache ist. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist wirklich hunderte von Jahren Pferde und ein Kahn drüber gefahren. Die Wasserrinne spült das immer, das Lockergetretene wieder auf, spült es mit runter und so setzt sich dieser Weg eigentlich so richtig tief. Wenn ihr seht, ich stehe hier drin, das ist über 2 Meter Erhöhung hier. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Naja, dann let's go. Wir wollen ja ein bisschen was machen hier heute. Zu der weiteren Vorgehensweise. Ich gehe jetzt den Berg ganz, ganz weit hoch, damit wir locker mal den Kilometer hier Abstand halten zu dem Bodendenkmal und dann fangen wir mal an nach der Spurensuche. Mal gucken, ob wir was Schönes finden. Ich habe auf jeden Fall megamäßig Lust. Geiles Wetter, geile Natur, was willst du mehr? Lasst uns starten und ich hoffe, wir sehen uns gleich beim richtig geilen Fund. Lieben, ich habe es geschafft. Ich bin oben. Ihr seht das Tal. Wer richtig gute Augen hat, ihr seht ganz hinten im Hintergrund Frankfurt am Main, die Skyline. Ich bin jetzt, wie gesagt, am höchsten Punkt hier heute angekommen und werde mich jetzt quasi mal in diese Richtung lang runterarbeiten, den Berg wieder. An dieser Stelle möchte ich natürlich noch meinen Sponsor grüßen, www.abenteuer-schatzsuche.de. Lieber Jochen, ich grüße dich. Ich bin heute wieder mit meiner Ausrüstung von diesem Shop hier. Wenn ihr irgendwas sucht, irgendwas braucht, da werdet ihr auf jeden Fall super und top beraten und kann ich einfach nur empfehlen. Ich bin megamäßig zufrieden. Ein 87er Signal habe ich hier gefunden. Das hört sich gut an und ist auch das erste sehr schöne Signal, wo ich sage, okay, da könnt ihr jetzt mal was sich verbirgen. 73, 85, dann gucken wir mal zusammen rein.
Oh, jetzt kratzt es schon wieder ein bisschen. Nicht mehr ganz so sauber, nicht mehr ganz so schön. Ah, hier haben wir's. Und einmal Dose. Erster Müll für heute. Gut. Den wir natürlich ausstoßen. Nehmen wir mit. Machen wir sauber hier ein bisschen. Ihr Lieben, ich bin an so einem Wurzelwerk hier wieder. Und habe ein Signal, aber ich weiß noch nicht so richtig, was da sein soll. Das ist irgendwo hier unten. Das kommt ganz hoch rein. Aber auch nicht sauber, ey. 86, 70. Jetzt schauen wir uns mal zusammen an. Was ist es? Ich bin echt gespannt. Halt. Ah. Das ist es. Und was haben wir hier Schönes? Oh, es ist schon mal richtig schön grün. Also ich denke nicht, dass dieser Fund aus der Zeit ist, von der Burg. Aber der ist auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen älter. Und ich denke, dass es hierbei um einen Riemenbeschlag von einem Pferdegeschirr handelt. So, da ziehen wir das nochmal durchs Coinpit schnell durch. Oh ja. Oh ja. Also das festigt hier gerade so ein bisschen meinen Gedanken. Ja. Ich würde sagen 200 Jahre, 300 Jahre alt vielleicht der kleine Beschlag hier. Sehr, sehr schön. Ey, cool. Erste Zeichen auf dem Kopf hier. Da freue ich mich. Mal gucken, was noch so geht hier. Bis dann. Ich hatte hier auch wieder ein Signal. Rostig. Eigentlich nicht sauber. Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen dran gebrochen. Und es ist eine, ja, ein Geschoss. Ein Projektil. Ja, das ist ein altes Projektil hier, würde ich sagen. Also was heißt alt? Könnte Zweiter Weltkrieg sein. Könnte aber auch eher... Könnte auch zur Jagdmunition gehören. Da will ich mich jetzt mal nicht so festlegen. Ja, naja. Gut. Ab in die Mülltasche damit und weiter. Ne? Oh, Münze. Oder? Jawohl. Ich sehe ganz, ganz zart eine 1. Ich würde sagen, das ist hier so ein, ja. Ah, jetzt kommt es durch. Nee, ist gar kein Zinker. Ist ein Reichspfennig. Kaiserreich. Ja, da kommt so langsam durch. Und hier hinten seht ihr wieder den Reichsadler drauf. Sehr schön. Erste Münze. Kommt gleich neben diesen kleinen schönen Beschlag hier. Zack. Und weiter geht's. Ihr Lieben, ich habe hier ein Hammer-Signal. 84, 75. Das ist hoffentlich nicht genau unter dieser Wurzel her. Weil dann kann man nämlich richtig schön buddeln. Aber ich würde mal sagen, das ist weitaus das schönste Signal, was ich bis jetzt hier hatte. So, dann machen wir das mal auf und gucken mal rein. Steckt noch drin, ne? So, dann gucken wir mal. Ich habe schon die Befürchtung eigentlich, ich bin ehrlich zu euch, es ist das Signal der Patronenhülse. Und da wären wir wahrscheinlich beim Zweiten Weltkrieg. So. Er ist allgegenwärtig.
No? Wo ist es? Ich hab doch gesagt, unter der Wurzel. Nee. Gucken wir mal vorsichtig. Aber in der Regel, ich will jetzt hier auch nichts kaputt machen. Dann lasse ich das drinne. Oh, da ist es. Da ist es. Schaut es euch an und es ist grün, Kinder. Und es ist lang und es ist spitz. Eieieiei. Leute, ich glaube Pfeilspitze. Oh nee. Das ist es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr kriegt diese schöne grüne Farbe rein. Ich lasse das jetzt mal da drinnen noch. Jetzt freue ich mich. Cool. 3,5 Stunden. Und jetzt kommt hier was. So, jetzt hole ich doch mal das Handy mit dazu. Da ist das schöne Teil. Richtig schön verkantet hier in der Wurzel drinne. Tja, was ist es? Ist es eine Pfeilspitze? Oder was soll es sein? Ja, mich holt es jetzt gleich raus. Ich bin echt gespannt, ey. Es ist keine Pfeilspitze. Es ist keine Pfeilspitze. So, entweder ist es jetzt von der Messerscheide unten die Spitze. Obwohl das nicht so dünn ist, oder? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde aber sagen, dieser Penümpel hier unten, das ist Messerscheide, oder? Oder Gamsbarthülse. Das sind so Jagdhüte gewesen früher. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, auf jeden Fall ein schöner Fund. Er ist älter. Ihr guckt es euch an, es ist grün patiniert. Und ja, den messen wir mal ein, den Fund. Und schicken den einmal auf die Karte zum Festhalten. Sehr geil. Ich freue mich. Es ist ein Fund. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was wir darüber noch rauskriegen. Cool. So, Leitwerttabelle sagt 85 an. 81. Aber eigentlich kommt kein guter Ton mit rein. Aber wir gucken uns das trotzdem mal gemeinsam an. Spatenstich werden wir mal noch machen. Steckt immer noch drin, ne? Mal, ob wir schon mit dem Pinpoint da reinkommen. Er schlägt ganz wenig aus, da müssen wir ganz schön nachbuddeln. Also Leute, das ist ganz schön tief, das Teil. Gucken wir mal, ob wir da rankommen. Die ist weg. Muss ja ganz klein sein jetzt. Ich hab's. Ah, eine kleine Musketenkugel. Ja, könnte man in die Zeit jetzt schieben. Aber ich denke eher nicht, das ist hier späteres 18. Jahrhundert. Oh. Kleine Musketenkugel. Oder Pistolenkugel. Ich denke, das geht schon eher in Richtung Pistolenkugel. Ja. Super. Naja, die 85 ist doch immer so ein gewisser Leitwert, den ich immer buddeln muss.
Und der war auch ganz schön tief. Super. Nächster Fund. Kommt richtig geknackt wieder rein, muss ich wirklich so sagen. Ist noch drin. Schauen wir mal, ob wir so dran kommen. Oh, dann gucken wir mal. Oh. Ein Schnallenfragment haben wir hier. Oh, und das könnte man jetzt eigentlich mal so ins 15. Jahrhundert schicken, die Schnalle. Ist wie gesagt nur ein Fragment. Aber die war auf jeden Fall mal schön verziert und auch schon ein bisschen älter. Cool. Super. Ziehen wir mal schnell das Trendbett. Vielleicht kommt noch ein bisschen diese schönen Blut. Ne, sieht man nichts mehr drauf. Dachte, das kommt noch jetzt schön raus, das Muster. Naja, ein bisschen. Geht quasi hier weiter und der Steg war hier in der Mitte drin. Ja, besser wie Müll. Ein Schnallenfragment. Super. Na, und das finde ich dann wieder nicht so richtig schön. Warum kann man seinen Müll nicht mitnehmen? Selten hier an den Baum. Ach Leute, überall das Gleiche. Ihr Lieben, ich bin am Ende angekommen. Ihr hört es im Hintergrund, da unten ist er wieder, der Bachlauf. Ja, ich bin durch mit dem Abenteuer hier. Es war wirklich, ja, ein Fest. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte hier wieder einen wunderschönen Urlaubstag in dieser Natur und na. Wenn dann der Wettergott noch so mitspielt. Was willst du mehr? Ich wollte euch aber noch kurz die Funde zeigen. Die ganzen Schrottsachen, Eisensachen habt ihr auf jeden Fall gesehen. Die zwei Projektile hier, bisschen Dosenzeug, das kam jetzt gerade eben hier noch. Ich habe da irgendwie das Gefühl, alte Kette oder so, ein Glied. Ne? Wie gesagt, ob das ein Truhengriff ist oder nicht, ja, bleibt auch ein bisschen zu spekulieren, weil die eigentlich doch aus Buntmetallen früher gemacht worden sind. Ja, was das hier Gutes ist, keine Ahnung. Also wenn ihr da mal einen Plan habt, wie gesagt, für mich eine Pfostenstellung, vielleicht eine alte von einem Zaunbau oder was, ja, Aufforstung. Und ja, jetzt kommen wir natürlich noch zu den kleinen Highlights. Mega, mega, freue ich mich über sowas. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt hier zu einer Scheide gehört, aber ich würde eigentlich schon mal sagen, ich mache das mal hier oben sauber und wie gesagt, hier kommt nochmal das Leder hier oben rein und dann Messer oder Schwert. Ich würde in dem Fall sagen Messer, aber bin mir nicht sicher und tendiere deswegen zur Gamsbart Bürste, wollte ich schon sagen, zur Gamsbart Hülse. Ich glaube, so nennt man das. Da hatte ich vor 3-4 Jahren schon nochmal mit einem eine schöne Diskussion drüber, deswegen hat sich das so bei mir eingebrannt. Ja, der Reichspfennig. Dieser schöne Beschlag hier, dieser grüne. Ja, absolut cool. Wie gesagt, ich denke, das wird ein Riemenbeschlag sein, dass da ja, mehrere hintereinander quasi den Pferderiemen, Pferdegeschirr irgendwie dekoriert haben, weil hinten ist auch so ein Popsel drin. Und ja, nur eine kleine Pistolenkugel. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Würde mich natürlich wie immer über einen Like, Kommentar oder ein kleines Abo freuen. Die Glocke aktivieren, ganz wichtig. Ein Abo reicht ja nicht, weil die Glocke aktivieren und dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ich ein neues Video rausgeschossen habe. In diesem Sinne, ich mache jetzt noch einen Abgang und ja, sage vielen herzlichen Dank. Möchte mich noch bei allen Abonnenten, die diesen Kanal schon abonniert haben, ganz recht herzlich bedanken. Und ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Ade, ciao, ciao, bye, bye.